Hallo und herzlich willkommen zurück auf der nordfriesischen Marsch zu einem weiteren Release-Vorstellung. Und zwar Autodrive 1106. Wir haben es endlich geschafft, nachdem der RC7 relativ kurz, ja, eigentlich nur gelaufen ist. Und ja, wieder einige Beta-Tester auch hatten, die das Ganze ausprobiert haben. Haben wir uns nun dazu entschlossen, RC7 direkt in die Version 1.1.0.6 zu übernehmen. Wir werden jetzt erst nochmal prüfen müssen, welche Voraussetzungen es denn alles gibt, damit wir das Ganze auch auf den Ingame-Mod-Hub wieder hochladen können. Denn die Mod-Description muss, glaube ich, von der Versionsnummer angepasst werden und mal gucken, was uns da alles noch so um die Ohren fliegt gegebenenfalls. Aber ich denke, der Alex hat da, der Axel hat da auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet. Da steckt denn wieder etliche Stunden drin. Und Dank gilt natürlich auch dem Willi, der etliches auf dem Dedi-Server getestet hat. Zum Glück konnte ich dank dem Rudel der Blauen Wölfe, in dem ich ja aktiv bin, auch das Ganze mal zwischenzeitlich auf einem Dedi-Server testen. Und ich würde sagen, wir gehen mal kurz die Release-Notes durch. Die findet ihr natürlich wieder auf dem, im Wiki vom GitHub, vom Autodrive. Habe ich vorhin dementsprechend ergänzt. Download findet ihr natürlich auf der GitHub-Seite von Autodrive ganz unten. 1.1.0.6 ist die aktuellste Version. Und da würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Und zwar direkt mit einem kleinen Fix, der im RC7 quasi aufgetaucht ist, den wir dann jetzt dementsprechend als Fix auch aufgenommen haben. Und zwar, wenn man die rechte Steuerungstaste gedrückt hatte, sollte ja eigentlich dementsprechend die Bubbles wieder auftauchen. Das war nicht der Fall gewesen, das ist gefixt worden. Dann für den Multiplayer eine sehr interessante Funktion, die jetzt dort auch funktioniert. Und zwar wird die Fahrzeit wieder angezeigt. Aus unbekannten Gründen, ja, Dedi-Server sind es eine kleine Welt für sich, hat das nicht funktioniert, aber im Autodrive-Hub oben wird dann dementsprechend die Fahrzeit wieder angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Strecke auswähle und sage, okay, komm, fahr mal zur Hofeinfahrt, dann wird ja hier oben dementsprechend Fahrzeit angezeichnet, fahren 33 Sekunden. Das hat auf dem Multiplayer nicht funktioniert, das funktioniert auf jeden Fall jetzt wieder. Dann eine Funktion, was mir so aufgefallen ist. Komisch, dass es keinem anderen aufgefallen ist. Vielleicht arbeitet auch kein anderer damit. Ich weiß es nicht. Autodrive-Namen. Ihr könnt ja in Autodrive eine Tastenbelegung eintragen, um euren Fahrzeugen Namen quasi für Autodrive zu geben. Ne? Ich habe das hier bei mir belegt auf linke Steuerung, linke Alt-Taste und Bild nach unten-Taste. Und dann kann ich ihm hier zum Beispiel sagen, so, du heißt jetzt nur noch Pickup. Ja, und wenn ich dann dementsprechend auf der Map-Übersicht gucke und der ist unterwegs, dann steht passend der Name da. Ist mir beim Multiplayer-Spiel aufgefallen, weil ich eigentlich allen Fahrzeugen immer irgendwie einen Namen gebe, dass wenn ganz viele Fahrzeuge auf der Map rumwuseln und alle heißen plötzlich nur noch zum Beispiel MAN oder Fendt 1050, ja, dann ist das halt immer ein bisschen problematisch. Deswegen finde ich das eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, du bist Abfahrer 1, du bist Abfahrer 2, du machst dies, du machst das, du machst jenes. Und das wurde im Multiplayer nicht synchronisiert. Das ist gefixt worden. Das freut mich auf jeden Fall. Weil ich es halt auch im Multiplayer festgestellt habe, wenn ganz viele Fahrzeuge auf der Map rumwuseln, ist das sehr unübersichtlich. Dann, was haben wir? Kommen wir mal zu den ganzen Verbesserungen. Fangen wir mit der ersten Verbesserung an. Ja, Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen AD und CP, also zwischen Autodrive und Courseplay, zwischen AD und CP. Ach, können wir direkt in den hier reinspringen. Und zwar gibt es ja hier zum Beispiel jetzt in Courseplay die Möglichkeit zu sagen, was er am Startpunkt, wenn er fertig ist quasi, was er machen soll. Ne, ob er am Startpunkt enden soll, deaktiviert und entlastet CP-Fahrer. Ja, oder halt aktiviert und entlastet CP-Fahrer oder er macht halt gar nichts, dann bleibt der CP-Fahrer aktiv, was ich bisher auch mal sehr, sehr schade eigentlich fand. Deswegen deaktiviert und entlastet CP-Fahrer finde ich da an der Stelle schon ganz gut oder halt aktiviert und entlastet CP-Fahrer. Und in den versteckten erweiterten Einstellungen gibt es ja auch Autodrive, entladen, auffüllen und /P. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Saatmaschine zum Feld fahre und der ist mit der Feldarbeit dann fertig mit Courseplay, beendet sich Courseplay, übergibt dann Autodrive und schickt mir mein Fahrzeug zurück zum Parkplatz, was momentan ja noch die Hofeinfahrt ist, weil mir fehlen immer noch die Hallen. Geld fehlt da dementsprechend auch.
Deswegen finde ich das schon ganz wichtig, dass das verbessert worden ist, auch seitens CP. Und auch die Übergabe von Autodrive an Courseplay, das funktioniert mittlerweile ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, den können wir eigentlich direkt mal losschicken und den anderen Kollegen hier auch, weil die haben ja eh hier noch ein bisschen was zu tun. Die sollen noch ein bisschen düngen jetzt gerade. So, was haben wir? Was haben wir noch? Der gute Axel war sehr aktiv und hat die Laderoutine komplett neu geschrieben. Also nicht weiter versucht, da rumzudoktern, sondern, ja, mein Lieblingswort, Tabula Rasa, die Laderoutine einmal komplett neu programmiert. Konflikte mit Global Company Triggern sind gelöst. Es kam gerne mal vor, dass wenn irgendwo ein Ladewagen zum Beispiel an einem Silo stand und beispielsweise Weizen laden sollte und Weizen war in dem Silo aber leer, dann ist es passiert, dass dieser LKW da stehen geblieben ist und er hat durch diesen Trigger quasi blockiert. Und wenn man irgendwo anders manuell was laden wollte und man hat dann R gedrückt, um in die Auswahl reinzukommen, dann stand da plötzlich die Auswahl des Silos. Und wenn man am Fermenter steht, kann man da schlecht Weizen laden. Das ist auf jeden Fall gelöst. Dann alle 3 Sekunden, wenn bei einem leeren Trigger auf die Ladung gewartet wird, wird eine kurze Animation gezeigt, falls von der Ladestation bereitgestellt. Habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, was das ist. Motor wird nach 10 Sekunden Wartezeit abgeschaltet. Ne? Herzliche Grüße an Greta, die wird sich bestimmt freuen, wenn wir auch hier überall schön ein bisschen Strom sparen. Ne? Kann ja, oder beziehungsweise Sprit sparen, kann ja nicht schaden. Dann, Entladeroutine wurde verbessert. Beim Entladen wird nicht mehr über den Trigger gefahren, sondern angehalten, entladen und dann erst mit der nächsten Aufgabe fortgefahren. Das war auch so ein Thema, was mir im Multiplayer ganz extrem aufgefallen ist, dass er bei Wassertriggern ja, quasi über den Trigger ganz langsam drüber gefahren ist. Dann kam er an seinem Zielpunkt an und ist dann eiskalt weitergefahren. Das ist auf jeden Fall gefixt. Und der Motor wird während des Entladens nicht abgeschalten. Hat einfach den Hintergrund, es gibt ein paar Fahrzeuge, die müssen halt einen laufenden Motor haben, damit die Entladefunktion funktioniert. Deswegen wird der da nicht mehr abgeschaltet. Was haben wir noch? Ein weiterer Tweak. Fahrzeug wird am nächstgeladenen Tankpunkt betankt, auch wenn mehr als ein Zielpunkt in einem Umkreis von 15 Metern um den Betankungsauslöser herum definiert ist. Es ist ja so, Autodrive kann von alleine tanken fahren. Dazu muss nur in einem Radius von 15 Metern um den Tanktrigger herum ein Zielpunkt sein. Am besten natürlich so eingefahrene Linie, dass man da wunderbar tanken kann. Und dann kann Autodrive da dementsprechend wunderbar hinfahren. Jetzt kann es aber auch passieren, dass man mehrere Zielpunkte hat. Und dann hat der Autodrive da ein kleines Problem, diesen Zielpunkt zum Tanken zu finden. Das ist auf jeden Fall jetzt gefixt. Und neu hinzugekommen oder auch als Verbesserung, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Wir haben es jetzt mal als Verbesserung hinzugenommen. Elektrofahrzeuge können nun auch betankt werden mit Strom. Ich habe zwar bis jetzt noch keine Elektrotrecker bei mir hier irgendwo gehabt, habe auch nicht so genau darauf geachtet, aber auch das ist jetzt möglich. Dann, ich glaube, mit einer der wichtigsten Punkte, der bei vielen zu ganz vielen Problemen geführt hat, das Alpine DLC wird jetzt auch von Autodrive unterstützt. Heißt, wer das Alpine DLC hat und damit spielen will, kann das jetzt problemlos tun. Auch aktiviert auf anderen Maps funktioniert das nun einwandfrei. Haben wir mit reingebracht. Dann, ich glaube, ich schwing mich mal in den LKW. Ah, okay. Er hat hier gerade nichts mehr. Okay, schwupp, so, fahr weiter. Na? Willst nicht weiterfahren? Ach komm, mach einfach. Mach einfach, fahr einfach zum Feld, das reicht schon. Feld 17 ist jetzt nicht so groß. Und dann holen wir uns jetzt mal schnell hier den Anhänger mit Plane. Denn der nächste Punkt betrifft die Plane. Beziehungsweise Abdeckungen. Dann sollten wir uns auch zumindest schon mal einen holen, der ja auch eine Plane hat. Automatische Abdeckungen. Autodrive öffnet und schließt Abdeckungen von Anhängern, wenn notwendig oder halt eben nicht. Das ist eine fahrzeugspezifische Einstellung. Und zwar finden wir die, jetzt muss ich gerade wieder gucken, ach, zu viele Einstellungen, viel zu viele, 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 viele. Ja,
Ach hier, automatische Abdeckung. Ne, also wenn gefordert, wenn es auf Ja steht, dann öffnet und schließt Autodrive die Abdeckung von alleine. Wenn notwendig, heißt, wenn er an den Ladetrigger oder Entladetrigger rankommt, öffnet er die halt von alleine. Oder wenn man es halt auf Nein stellt, dann macht Autodrive da an der Stelle halt gar nichts. Dann der Punkt hier drüber ist auch die neu automatische Abladeseite. Das war ja von vielen ja ein kleines Problemchen. Und zwar mit zum Beispiel diesem kleinen grünen Hänger hier. Ne, der kann ja an mehreren Seiten abkriegen, also ich glaube links und rechts, hinten und auch dementsprechend hier unten durch diese kleine Klappe. Und an manchen Stellen führte das halt zu dem Problem, dass Autodrive, ich glaube, immer den ersten Eintrag aus der Config nimmt und dann da die Seite ablädt. Was aber nicht unbedingt, je nachdem, wie man seine Strecken einfährt, richtig sein muss. Dementsprechend kann man jetzt auch die automatische Abladeseite von Autodrive deaktivieren. Das heißt, es wird einfach die ja, quasi einfach, als wenn man es abladen drückt. Ne? Also wenn man I drückt, wird einfach die Seite eingestellt, die im Menü vorhanden ist. Dann ein Punkt, der jetzt auch fahrzeugspezifisch ist, die Rundumleuchten sind jetzt auch fahrzeugspezifisch. Ne? Vorher war das ja hier im Menü, ne? Als generelle Einstellung, ob nun die Blinklichter oben drauf dementsprechend benutzt werden sollen oder nicht. Jetzt ist es eine fahrzeugspezifische Einstellung. Ja, außerhalb des Feldes wird es automatisch eingeschaltet oder nein, die Rundumleuchten werden nicht automatisch ein- oder ausgeschaltet. Dann, was haben wir noch? Wegpunkte für Vorwärts- und Rückwärtskurse unterscheiden. Mauszeiger ohne Klick auf Wegpunkt bewegen. Pink gleich vorheriger Wegpunkt, gelb gleich nächster Wegpunkt. Ich würde sagen, wir kuppeln mal einmal schnell. Ach, dann können wir erstmal mal dran lassen. Gehen wir mal schnell zum Pickup drüber. Das führt immer einigen auch so ein bisschen zu Verwirrung. Und zwar, wenn ihr eure Strecken editiert, ist es manchmal ja, so wie ich jetzt stehe, nicht ganz ersichtlich, in welche Richtung geht denn jetzt der Pfeil. Und wenn man jetzt mit dem Mauszeiger hier drüber geht, dann sieht man schon, der hintere Punkt wird rosa und der vordere Punkt wird gelb. Das heißt, die Linie fängt hinter dem Pickup an und läuft vor dem Pickup weiter. Einmal schnell gucken, habe ich das jetzt auch richtig? Ja, genau. Pink ist der vorherige Wegpunkt und gelb ist der nächste Wegpunkt. Somit kann man schön erkennen, wenn man vor allem an Kreuzungen ist, wo viele Strecken sind, wo denn da nun die nächsten Wegpunkte sind. Dann, was jetzt auch neu ist, beziehungsweise geändert, neu eigentlich ja nicht. Es gab ja schon vorher die Möglichkeit, Ordner zu öffnen und zu schließen, aber Schreck, unsere Buttons hier sind weg. Ordner kann man jetzt ganz einfach öffnen, indem man den Ordner anklickt. Schicke Sache. Und da die Titelleiste ja oben stehen bleibt und ihr vielleicht wahrscheinlich nicht hochscrollen wollt, ja, weil die Liste ist zu lang und ihr wollt auch nicht jeden Ordner zumachen, ne, hier oben rechts, zack. Ne, einmal draufklicken, werden alle Ordner automatisch geschlossen, die offen sind. Hat auch den Vorteil, wenn man so eine Liste hat wie ich und man will irgendwo in einen bestimmten Ordner rein, ja, und hat hier die ganzen Ordner offen und ist hier unten irgendwo aktiv, ja, kann man natürlich alle zumachen oder man kann natürlich ganz nach oben scrollen oder halt einfach schließen, zack, in den passenden Ordner rein, Zielpunkt auswählen, fertig. Dann, was haben wir noch? Ach, die Liste ist lang und länger und lang und länger. Also Ordner öffnen und schließen durch Anklicken des Ordners. Umschalten der Anzeige für Wegpunktmarkierung im Bearbeitungsmodus. Das hatte ich ja schon als fix als erstes gesagt. Wenn ihr im Edit-Modus seid und ihr drückt die rechte Steuerungstaste, habt ihr entweder die Bubbles oder ihr habt sie dementsprechend nicht. Das kann man damit ein- und ausschalten. Einige arbeiten damit, einige arbeiten damit nicht. So haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass sich das jeder so einstellen kann, wie er will. Dann gibt es eine neue Tastenbelegung. Tastenbelegung. Wir scrollen. Autodrive. Und zwar weiterfahren. Man muss nicht mehr den Button anklicken. Man kann sich dafür jetzt auch eine Taste belegen. Genauso wie es fürs Parken ja auch eine Taste gibt, wer es bisher noch nicht gewusst hat. Wenn ihr einen Parkplatz einem Fahrzeug zugewiesen habt, könnt ihr das dementsprechend auch per Tastenkombination dann zum Parkplatz schicken und jetzt auch dann dementsprechend für Weiterfahren eine Taste hinterlegen. Das kommt vor allem den Leuten zugute, die mit dem Lenkrad und vielen Knöpfen unterwegs sind und nicht unbedingt auf Maus zurückgreifen möchten. Dann haben wir jetzt noch zwei größere Punkte. Und zwar
Parken bei abgeschlossener Arbeit, aber nur verfügbar in den Modi abholen und liefern sowie liefern. Und zwar, wenn ihr einen Lieferauftrag einstellt. So, abholen und abliefern oder halt im Abladen-Modus. Dann könnt ihr in den Autodrive-Einstellungen einstellen, was er denn machen soll, wenn er fertig ist. Und zwar, jetzt muss ich gerade auch mal wieder gucken. Am Ende parken. Hier ist es versteckt. Mittlerweile mit den ganzen Einstellungen. Na, wie gut, dass es nicht für jede Einstellung einen Button gibt. Dann hätten wir hier einen HUD, was den ganzen Bildschirm ausfüllen würde. Am Ende parken. Nur in Modi abholen und abliefern bzw. abladen. Wenn die Aufgabe beendet wird, wird die gespeicherte Parkposition des aktuell ausgewählten Fahrzeugs, Anhängers, Anbaugerätes angefahren. Auf Didi Server gilt leider nach wie vor, man kann nur Fahrzeugen einen Parkplatz zuweisen. Wir arbeiten noch dran. Heißt, wenn ich jetzt, wir nehmen mal, mal gucken, ob ich beim Drescher hin und her wechseln kann. Müsste eigentlich gehen. So. Im Singleplayer ganz einfach, im Multiplayer halt nur fürs Fahrzeug. Ich kann dem Fahrzeug ja einen anderen Parkplatz zuweisen als zum Beispiel dem Schneidwerk hinten. Und hier oben links in der Ecke sieht man es auch. Mit Taste G kann man zwischen Drescher und Anhänger wechseln. Und wenn der jetzt zum Beispiel mit seiner Route fertig ist, na gut, Trecker ist jetzt, oder Drescher ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal den LKW. Kann ich hier auch wechseln? Ja, hier kann ich auch wechseln. Bei mir, die Zuchtmaschine könnte hier in der einen Halle stehen und die Auflieger stehen in der ganz anderen. Dann wähle ich meinen Auflieger aus. Der hat ja irgendwo einen Parkplatz zugewiesen. Ich nehme jetzt einfach mal die Hofeinfahrt und sage rechte Maustaste, Parkplatz zuweisen, als Parkplatz zugewiesen. Im Moment die Hofeinfahrt. Und wenn ich ihm dann hier sage, am Ende parken, ja, und ich habe ihn auf Abholen und Abliefern geschickt oder auf einen Abladekurs. Und wenn er damit fertig ist, dann bleibt er nicht mehr am Startpunkt der Strecke stehen, beziehungsweise fährt dahin zurück, sondern er würde auf seinen Parkplatz, auf den zugewiesenen Parkplatz fahren. Wichtig dabei ist, je nachdem, was hier oben links ausgewählt ist, gilt der dementsprechende Parkplatz. Sollte kein Parkplatz zugewiesen sein, dann erscheint eine Meldung und er würde einfach seine Tour fahren und halt am Ende dann am hier oben eingestellten Zielpunkt wieder zurückkehren, wenn er seine Arbeit beendet hat. So, und dann der letzte Punkt. Der Kartenname für die Konfigurationsdatei wurde entfernt. Heißt, die Konfigurationsdatei für Autodrive heißt jetzt in jedem Savegame immer nur noch autodrive-config.xml. Das war ja gewünscht, ne? Vor allem von den Moddern, die irgendwelche Sonderzeichen in ihren Map-Namen drin hatten, was dann zu Speicherproblemen etc. führte. Und der gute Axel hat das Ganze jetzt dann so umgebaut. Wenn ihr noch so einen Spielstand habt, wie ich das hier hatte auf der Nordfriesischen Marsch, ne, mit diesem typischen Namen Autodrive, Nordfriesische Marsch, vierfach, bla bla, .xml. Und ihr ladet diesen Spielstand und speichert dann zum allerersten Mal ab. Dann wird der Inhalt der alten Config-Datei automatisch umkonvertiert und in die neue Config reingeschrieben. Das heißt, ihr braucht an der Stelle nichts machen, ihr braucht nichts umschreiben, nichts löschen oder sonst irgendwas. Die Konfiguration wird 1:1 übernommen. Auch dieser map-spezifische Tag um die Waypoints drumherum, auch der ist weg. Das einzige Merkmal ist, es gibt im oberen Teil der Config jetzt noch einen Tag, der heißt Map-Name, den gab es vorher auch schon. Und da steht der Map-Name dementsprechend drin, damit ihr da doch ein bisschen was sehen könnt. Joa, 1106 entstanden aus der RC7. Wie gesagt, wir werden sehen, dass wir das Ganze so schnell wie möglich auch ins Ingame-Mod-Hub verladen. Allein schon durch das alpine DLC, was mit Autodrive in den älteren Versionen Probleme gemacht hat. Ja. Allein deshalb muss das Ding ins Ingame-Mod-Hub. Mal gucken, was wir noch so anpassen müssen. Ich weiß nicht, ob es da wieder neue Restriktionen im Ingame-Mod-Hub gibt. Schauen wir einfach mal.
So, jetzt muss ich einmal schnell in den Chat gucken. Hallo, 60er Johnny, Sebastian Eggers, der Switty, der Styler. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo, Black Devil. Hey, Mr. Tentakel. Ja, es ist viel Neues. Wie gesagt, schaut euch die Release Notes gerne auch auf GitHub im Wiki an. Dort sind sie aktualisiert. Moin, Hakam Al-Amma. Erkennt AD ein Fahrzeug, welches, sage ich mal, einem Wasserträger steht und den Weg blockiert? Ob AD dann selbstständig einen Weg daran vorbeifährt, falls dort etwas eingefahren ist? Wenn es eine Ausweichstrecke gibt, die es benutzen kann und auf dieser Ausweichstrecke ist kein Zielpunkt vorhanden, dann fährt er auch an dem Trigger vorbei. Das war aber schon immer so, Switty. Wenn der natürlich diesen Trigger anfahren sollte, dann bleibt er halt dahinter stehen, bis das blockierende Fahrzeug weg ist. Wie kann man neuerdings die Wegpunkte verschieben? Es gibt ja zwei Unterschiede. So, und zwar, wenn wir im Editor-Modus sind, nehme ich einfach rechte Maustaste. Rechte Maustaste, ich klicke den Wegpunkt an, zack, und schon kann ich den Wegpunkt verschieben. Jetzt gibt es natürlich einige von euch, die haben die Wegpunkte oben. Ich muss mir das gerade mal umstellen. Jetzt mal wieder gucken, wo es ist. Wo war es denn? Ich glaube hier. Linienhöhe, genau. Über dem Traktor. So, ich mache den Editor-Modus an. Dann kann ich hier unten nicht greifen. Da muss ich den oberen Wegpunkt greifen. Auch rechte Maustaste und dann kann ich den verschieben. Daran hat sich nichts geändert, außer dass ich, wenn ich die mir die über den Boden anzeigen lasse, jetzt nicht mehr hier unten greifen kann. Das geht nicht. Ich habe zwar die farbliche Markierung, aber ich kann ihn hier an der Stelle nicht greifen. Da hat sich aber dementsprechend jetzt nichts geändert. Außer, dass in einem der vorigen Release-Kandidaten das rausgenommen worden ist, dass man oben und unten verschieben konnte. Ich finde es persönlich aber besser, wenn das auf dem Boden ist. Ja, gerne, Switty. Und auch bitteschön, Mr. Tentakel. Wieso muss ich gerade so ein bisschen an Maniac Manson denken bei Mr. Tentakel? So, können wir mal schnell gucken. Ja, fleißig unterwegs, also Übergabe Autodrive an, Courseplay funktioniert immer noch genauso. Ich glaube, ich mache hier aber gerade einen Fehler. Jetzt muss ich doch... Genau, ha! Verdammt! Ich wusste es, ich hätte die Fruchtart umstellen sollen. Man sollte vorher nochmal in den Vertrag reingucken. Gerste. So, fangen wir einfach nochmal am ersten Wegpunkt an. Ist dann leider so. Naja. Aber wie gesagt, das ist auch getestet. Übergabe von CP an AD etc. Tadeus Tentakel SpongeBob. Auch gut. Ah, Homi schaut auch mal vorbei. Mahlzeit. Ja. Das soweit zum Autodrive Release 1.1.06. Wie gesagt, wir werden sehen, dass wir das so schnell wie möglich auf den Ingame-Modder bringen. Wer so lange nicht warten möchte, Link packe ich gleich zu Autodrive natürlich wieder in die Videobeschreibung, beziehungsweise bei YouTube ist sie schon in der Beschreibung dementsprechend drin. Ja, einfach auf der GitHub-Seite ein bisschen nach unten scrollen, da findet ihr die dementsprechenden Download-Links. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für die Vorstellung von diesem Release. Wann die nächste Version kommt, wir werden mal schauen. Morgen gleich mal auf dem Server ausprobieren. Ja, mach das, Fitti, auf jeden Fall. Also bei uns einwandfrei. Also ich hatte da enorme Probleme mit Wassertankern gehabt, die gerne mal über die Wasserträger zurückgefahren sind. Und auch hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Komposter, dass der Abfahrer rückwärts an die Rampe rangefahren ist, aber dann sofort auch wieder runtergefahren ist, ohne vernünftig auszukippen. Das ist auch blöd, dass man hier nur in eine Richtung wechseln kann, Fruchtart. Ja. Ist leider so.
Da kann ich jetzt so auch erstmal nichts dran ändern. Da müsste man wieder Pfeile einbauen. Und das Problem ist, die Giants Engine ist, was HUD-Unterstützung angeht, jetzt nicht gerade so, ja, die beste, sage ich mal. Aber hier Fruchtart auswählen ist ja jetzt nicht so das Problem. Falls irgendwas ist, wir haben ja den Willi bei uns im Team und auf dem Discord. Ah, ihr habt euch den Willi gekrallt. Er wird dann mit Fehlern bombardiert. Ja, tut mir leid. Arme Willi. So, gucken wir nochmal schnell nach dem Dünger. Da. So, der hat zwar seine Arbeit beendet, aber ich möchte jetzt trotzdem sehen, was er am Ende der Bahn macht. Oh, Startpunkt enden ist deaktiviert. Deaktivieren und entlasse CP-Fahrer. Eingestellt ist er ja, dass er parken fahren soll. Am Ende parken, machen wir mal ruhig ja. So. Und dann mal gucken, was jetzt gleich passiert. Bei der Seemaschine. Ach so, in CP meinst du? Ach, hier unten, das hat... Ja. Mit der Z-Taste, dass du nur vorwärts blackern kannst. Ja, alles klar. Ja, es... Müsste man mal Giants fragen, was sie sich dabei gedacht haben und ob sie das nicht vielleicht dann in der nächsten LS-Version dann mal vernünftig machen. Gibt ja so einiges, was man besser machen könnte. So, gucken wir mal, der Kollege kommt gleich an. So. CP-Fahrer wurde entlassen, denn hier steht ja jetzt schon Abfahrer einstellen. Autodrive hat schon übernommen und fährt zurück zum Parkplatz, der momentan aufgrund mangelnder Hallen dementsprechend ja, leider erstmal nur die Hofeinfahrt ist. Aber funktioniert. Also ich finde es gut, wenn Mods untereinander miteinander kommunizieren und funktionieren. Ich würde mir das Ganze auch von AIVE noch wünschen. Dass es da auch eine Möglichkeit gäbe, aber hm. AD-kompatibel zur nächsten LS-Version. Hm. Die Frage ist, was wird Giants da an der Stelle machen? Werden sie weiter bei der Lua-Skriptsprache bleiben und Mods so unterstützen, wie sie es bisher gemacht haben? Oder wird sich da was ändern? Werden sie auf eine andere Skriptsprache gehen? Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man muss einfach abwarten. Hallo Unit-Schlumpf. Richtig was los bei dir? Schön. Ja, immer zu Release-Videos. Oder bei Vorstellung von Release-Kandidaten von Autodrive. Die Autodrive-Community ist verdammt groß und das freut mich ganz besonders. Und ich weiß, viele sind der englischen Sprache nicht so mächtig oder schauen sich lieber ein Video dazu an. Deswegen haben wir uns irgendwann im Team dazu entschlossen, zu jedem Release oder Release-Kandidaten dementsprechend ein kleines Vorstellungsvideo zu machen. Und dann kann man sich die Videos auch gerne hintereinander angucken, um zu sehen, was sich alles geändert hat. Ansonsten, wie gesagt, alle Infos sauber auf der Wiki-Seite von Autodrive GitHub. Da sind die alle sauber aufgelöst. Der Switty drückt die Daumen. Ja, ich drücke auch die Daumen, dass die nächste LS-Version zum einen vernünftige Multicore-Unterstützung hat. Das wäre auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Dann so Kleinigkeiten wie das Saatgut durchwechseln mit vorwärts und rückwärts. Ne? Das wäre auch so eine Kleinigkeit. Ne? Also es gibt viele Kleinigkeiten, wo Giants einfach auch in der jetzigen Version schon mal was machen könnte. Aber ich gehe mal davon aus, da wird definitiv nichts mehr passieren. Die werden jetzt noch schön die letzten Euros für das Alpine DLC einverleiben. Und ja, ich glaube, das wird es dann auch gewesen sein. Ich glaube, mehr wird da großartig gar nicht kommen. Aber wer von euch hat sich denn das Alpine DLC gegönnt und ist bisher damit glücklich?
So, fahren wir den Kollegen mal schnell wieder aus dem Weg. So, dann kommt der nämlich jetzt auch an seinen Parkplatz an. Und dann haben wir auch oben schön die Meldung, ne? Ist angekommen bei. Also alles einwandfrei. Ich denke, im ersten Quartal vom nächsten Jahr wird eine Ankündigung kommen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, nur Mr. Tentakel hat das Alpine DLC. Ja, man kann jetzt wieder über das Alpine DLC lästern, wie viel man will. Ich glaube, das habe ich oft genug in meinen Streams gesagt. Also, ich werde es mir definitiv nicht kaufen. Die Idee dahinter finde ich schön. Es sind vielleicht auch ein paar kleine, schicke Neuerungen dabei. Aber ja, man merkt halt, das Alpine DLC ist. Ja, ich weiß nicht. Die Fahrzeuge sehen aus wie Plastikbomber. Die Fahrzeuge sehen irgendwie seltsam aus. Der Switi, beim Switi ist das Alpine auch nicht sein Fall. Der 60er Johnny auch nicht. Switi ist auch enttäuscht. Der Black Devil hat es noch. Ja, es gibt ja die berühmten Jäger und Sammler, die kaufen sich jedes DLC. Jedem so, wie er das mag. Mein Fall ist es auf jeden Fall nicht. Also kaufen werde ich es mir nicht. Giants hat etwas gefuscht. Ja, ich glaube, sie haben so die minimalsten Ressourcen da reingesteckt, die sie verwenden konnten, um das DLC zu produzieren. Wie gesagt, ich finde die Fahrzeuge, die sehen irgendwie seltsam aus. Ich denke, es soll ein Lückenfüller sein. Wäre gut möglich. Sie hatten ja angekündigt, sie verschieben die nächste LS-Version. Dafür gibt es vier DLCs. Ich glaube, das war jetzt das dritte, zweite. Ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, das müsste das dritte gewesen sein. Ich glaube, es war das dritte DLC. So, dann kann man den aber schon mal in der Zwischenzeit mal wieder wegschicken, dass ich hier in meinem Singleplayer auch mal wieder noch ein bisschen vorankomme. So, Feld 43. Ich glaube, für die Arbeitsbreite habe ich da gar nichts. Feld 43. Ach, das ist. Ach, das habe ich. Das habe ich vorgestern oder so, habe ich das erst noch angesät. Nee, nicht aktuelle Fahrzeugposition. Fangen wir mal da an. Bei 30 Metern reicht ein Vorgewende. Machen wir mal ruhig 29 Meter. Wir überspringen mal wieder eine Bahn wie üblich. So, lassen wir das Ganze mal generieren. Ja, mal Überschneidung. Die ist nicht so schön hier, dass eine Bahn doppelt fährt. Legen wir lieber noch ein Meterchen drauf. Ja, jetzt. So. Wenn ich mir das auch direkt mal abspeichern. Feld 43 scharf 30 Meter. Was ich habe, habe ich schon mal. Also bei mir fehlen ja auch noch ganz viele Routen. Aber die kommen dann erst, wenn auch die Hallen kommen. So, Abfahrt. Nee, nicht. Ach, da, nicht dahin. Ne, jetzt müsste ich wieder nach unten scrollen, um da hinzukommen. Dann mache ich es lieber einfacher. Ich schließe den einmal, klicke hier einmal drauf. Zack. Und schon haben wir den. Und dann kann er wieder loslegen. Mit DLCs sind sie durch. Bist du sicher? Also, ich weiß nicht, welches waren denn die vier Stück, die nach der Ankündigung kamen? Klar, jetzt das Alpine DLC. Was haben wir noch gehabt? Oder hieß es vier DLCs insgesamt in diesem Jahr? Vielleicht haben sie sich da auch so ein bisschen, ja, vertan. Nach dem Motto, wir bringen dieses Jahr vier DLCs insgesamt. Aber eigentlich klang die Aussage eher so nach dem Motto, Klaas, Querneland, Alpine. Ja, dann würde ja eigentlich noch eins fehlen. Aber war das Klaas DLC nicht noch vor der Ankündigung, dass sie die nächste LS-Version aufs nächste Jahr verschieben, aufgrund der neuen Konsolengeneration? Ich bin mir da zeitlich nicht so ganz sicher. Müsste man noch mal recherchieren. Aber ich meine, das Klaas DLC war schon vorher.
Wir hatten ja noch dieses Bourgault-Pack mit diesen überbreiten amerikanischen Gedrissen. Das Strohbergungs-Add-on hatten wir ja auch. Aber das waren ja eigentlich ja nicht wirklich DLCs, oder? Nächstes Jahr wissen wir mehr. Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist bloß, wann? Wann wird Giants sich öffnen und uns verraten, wann die nächste LS-Version kommt? Also ich denke, es gibt viele Punkte, die Giants auf jeden Fall im Vergleich zum LS19 deutlich besser machen müsste. Dazu gehört übrigens auch der Ingame-Mod-Hub, der eine vernünftige Versionierung benötigt, was Mods angeht und nicht das Geschissene, was sie jetzt da machen. Die Platinum-Edition zählt, glaube ich, auch dazu. Strohbergung war noch dazwischen. Ja, also der Ingame-Mod-Hub ist ja... bestes Beispiel, Autodrive. Man hat Version 1.1.05 irgendwas auf dem Rechner und Ingame-Mod-Hub sagt, es gäbe ein Update für den Mod und macht dann ein Downgrade auf Version 1.1.04. Kategorierbare Garage. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das nervt total, dass man hier immer durch alles durchblättern muss. Okay, noch habe ich nicht ganz so viel hier drin, aber selbst hier muss ich ja schon klicken, 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 klicken. Hier wären Kategorien auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn es eine einfache ist nach Fahrzeugen und Gebäuden, die zwei Kategorien oder Anhänger oder Attachments oder wie auch immer, Anbaugeräte. Fahrzeuge, Anbaugeräte, Gebäude und Deko. Ich glaube, das wären so vier Kategorien. Das würde schon reichen. Strohbergung ist von einem Modder. Oh, wusste ich gar nicht. Der hat das Ganze dann Giants geschenkt und die verteilen es fleißig. Naja, von mir aus. Minus 15.000 für neue Fahrzeuge? Ich habe doch gar nichts gekauft jetzt. War doch nur in meiner Garage. Ich glaube, da ist auch irgendein Bug drin. Er zeigt mir minus 15.000 an. Moment, 189 hatte ich vorhin. Werdet ihr bei einer neuen LS-Version auch Autodrive anbieten? Hallo Thor, das ist eine gute Frage und die kann ich dir jetzt nicht beantworten. Wir werden sehen. Das Problem ist, dass das Autodrive-Team... vielleicht auch zum Glück relativ klein ist. Ja, das heißt, eigentlich bestehen wir momentan nur aus drei Leuten. Das Problem ist halt, es gibt momentan nur einen Programmierer. Dafür haben wir nicht die Probleme wie das Crossplay-Team mit X-Moddern und dann kommt irgendjemand Neues mit ins Team und wurschtelt irgendwas um und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Vorteile, Nachteile. Muss man gucken, also da kann ich jetzt keine Aussage zu machen. Gibt es noch Pläne für Autodrive für den derzeitigen LS? Man weiß es nicht. Das hängt auch ein bisschen immer von der Community ab. Also das Wichtigste ist, dass Autodrive auf jeden Fall funktioniert. In jeder Funktion, die drin ist. Alles muss funktionieren. Das ist erstmal oberste Priorität. Und was Funktionen angeht, also es gibt haufenweise Vorschläge auf GitHub und die sollte man bitte auch auf GitHub posten und nicht in Discord, weil in Discord gehen sie leider total unter, wie ich selber feststellen muss. Ich glaube, wir werden diesen Vorschlagschannel da auch mal dicht machen, weil es bringt an der Stelle einfach nichts. Wenn es da noch Funktionen gibt, wo er sagt, das wäre hilfreich und es ist eine hilfreiche Funktion auch wirklich für die breite Masse und nicht irgendwelche Verbesserungsvorschläge aufgrund von Einzelschicksalen, sage ich mal, ja, weil sowas haben wir oft genug. Da hat jemand irgendein Problem und reicht dann einen Verbesserungsvorschlag ein, um sein Problem zu lösen. Dabei liegt sein Problem ganz woanders. Sowas werden wir natürlich dementsprechend nicht unterstützen. Aber sinnvolle Verbesserungsvorschläge sind immer gern gesehen.
Qualität vor Quantität, genau. Und wenn ich jetzt allein schon die Einstellung wieder angucke, ja, sind ja schon wieder ein bisschen gewachsen. Hier jetzt ja nicht. Hier auch nicht, aber hier allein schon fahrzeugbedingt, ne? Rundumleuchten, automatische Abladeseite, automatische Abdecken, am Ende parken, ja. Das sind schon wieder Optionen, die da neu hinzugekommen sind. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich die Strecken auf einer separaten Karte anzeigen zu lassen? Ja, es gibt auf GitHub ja den Routeneditor, den man sich runterladen kann. Das Problem ist, dass das Ding in Java geschrieben ist und ohne die richtige Java-Version das Ganze leider nicht läuft. Dann braucht man die Autodrive-Config für die dementsprechende Map. Und man braucht diese Map-Ansicht, diese PDA-Ansicht. Halt, falsche Taste. Diese hier, ne? Die liegt ja in der Grafik auch in der Map-Datei dementsprechend drin. Die braucht man auch und dann kann man sich das anzeigen lassen. Ich finde es allerdings nicht besonders schön, um es vorsichtig zu sagen. Ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der Freund von Java, vielleicht liegt es auch daran. So, jetzt war schon wieder ein Auftrag fertig. Feld 17 säen, wo ist denn der Spezialist hier? Da. So, einsteigen. So, dem habe ich ja gesagt, aktiviert. Ja, heißt, er fährt zum Startpunkt vom Kursplan noch zurück. Jetzt ist der Abfahrer entlassen worden. Er hat an Autodrive übergeben und er fährt jetzt sauber und einwandfrei zurück zu seinem Parkplatz, was dementsprechend momentan immer noch die Hofeinfahrt ist. Strohbergung ist nur als Mod auf dem Mod-Hub. Es kommt von dem Entwicklerstudio Creative Mesh, das auch in den Produktionen von Katniss und Crops mitmischt. Ah ja, wieder was gelernt. Tor spielt auf der Vierfachmarsch ohne Gräben und Autodrive funktioniert super. Vielen Dank für euren Autodrive. Ja, gerne. Wir spielen ja Multiplayer bei den Blauen Wölfen ja auch auf der Vierfachmarsch ohne Gräben. Und bisher läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man zum Beispiel Karten einfährt, ist es ja immer mal ganz interessant, wo man bisher überall war und welche Strecken einem noch fehlen, beziehungsweise wo blaue und grüne Linien sind. Ja, das kannst du dir dann in diesem Editor anzeigen lassen. Ob der allerdings von den Kollegen da schon umgeschrieben worden ist, dass er auch mit den neuen Configs umgeht, weiß ich gar nicht. Genauso Autodrive Sort. Vom, wie heißt er? Just Dan. Ich glaube, der weiß auch noch nichts von seinem Glück, dass er den Autodrive Sort dann vielleicht jetzt in zwei Versionen anbietet. Einmal nämlich für die alte Config und einmal für die neue Config. Da habe ich ja auch mal eine Vorstellung gemacht, was Autodrive Sort macht. Besonders ganz hilfreich, wenn man viel mit Tastenkombinationen arbeitet, auch zum Beispiel auf dem Lenkrad und man will die Ziele durchwechseln. Der 60er Sonny kann das auch sehr bestätigen, so nach ca. 2500 Missionen. Respekt. Aber du warst, glaube ich, als Lohnunternehmer unterwegs, ne? So, der ist auch angekommen. Können wir den schon mal wieder in die Waschanlage schicken. Der hier mal wieder sauber wird. Ja, Autodrive How-To's. Jetzt, wo die 1.1.06 draußen ist, werde ich zusehen, dass ich demnächst regelmäßig Autodrive How-To's nochmal mache. Zu den verschiedenen Themen. Erste wird dann sein, wo kriege ich Autodrive überhaupt her? Wie installiere ich es? Und dann dementsprechend auch die ganzen Einstellungen mal so ein bisschen erkläre. Dann, wie man was macht. Wie man Autodrive zu einem Feld schickt. Cosplay aktiviert oder auch AIVE aktiviert. Liefermissionen, mein Lieblingsmodus, den Chaos-Modus mit den vielen Pfeilen. Ja. Ich mag diesen Modus und ich benutze ihn regelmäßig. Also eigentlich sind alle Modi regelmäßig bei mir mittlerweile im Einsatz. Zumindest im Multiplayer aktuell. Ganz viele Produktionen, die das gleiche Produkt haben, was man entnimmt und ins Silo bringt. Oder aus dem Silo Getreide rausnimmt, um zum Beispiel verschiedene Produktionen damit zu füttern.
Oder Milchentnahme an mehreren Stellen und Verteilung auf mehrere Produktionen, die Milch brauchen. Ganz, ganz viel. So, haben wir den auch. Dann stellen wir den jetzt mal wieder schön hier beiseite. Ja, da liegen noch meine Silageballen. Muss ich noch warten, bis sie fertig gegärt haben. Dann kann ich die auch verkaufen. Dann kommt noch mal ein bisschen Geld aufs Konto. Denn Gras kann man ja dank Seasons nicht verkaufen. Ja, das Sägewerk ist immer noch fleißig. Allerdings werde ich die nächsten Bäume jetzt mal fällen müssen. Ich habe jetzt auch schon mal angefangen, da ein paar zu pflanzen. Können wir gerade noch mal schnell einen Blick hinwerfen. Denn mein Baumstammlager ist ja fast leer. Hier wachsen schon die nächsten Bäumchens. Alles schön in Reih und Glied. Hab da einen netten kleinen Mod gefunden, wo es möglich ist, direkt drei Reihen auf einmal zu bepflanzen. Und dementsprechend ist das Ganze jetzt hier schön natürlich mit GPS, gerade im Abstand von 5 Metern, immer ein Bäumchen. Ja, dank Season wird das Ganze natürlich ein bisschen länger brauchen, bis es fertig ist. Deswegen für mich sehr wichtig, dass AD und CP sich gut verstehen. Genau, 60er Johnny. So sehe ich das auch. Das muss funktionieren. Ja, kein Holz mehr drin, ich wusste es. Ja, muss ich noch ein paar Bäume fällen. Aber hier stehen ja zum Glück noch ein paar. Ja, so kleine Tipps und Tricks fände ich cool, wie zum Beispiel die blaue Linie rund ums Feld. Welchen Tipp du auch gegeben hast. Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Kniff. Ich bin mittlerweile weg von den blauen Linien rund ums Feld. Also wer meine Autodrive-Kurse nimmt, wird feststellen, dass nicht mehr jedes Feld die blauen Linien hat. Es sind nur noch ein paar wenige übrig. Ich habe das mittlerweile so gemacht, dass ich die blauen Linien gegen grüne ausgetauscht habe. Jetzt ist hier das Feld natürlich bewachsen, sieht man nicht so gut. Hier zum Beispiel Feld 19 war vorher eine blaue Linie, ist jetzt eine grüne Linie. Das habe ich hauptsächlich bei den Feldern gemacht, die mehrere Ausfahrten hatten. Weil die erste Vorgewendebahn fährt man ja in der Regel im Uhrzeigersinn. Ja, zum Beispiel mit dem Drescher, damit das Rohr nicht in der Frucht ist. Und dann wäre es natürlich doof, wenn dem Drescher dann direkt schon mal so ein Abfahrer eiskalt entgegenkommt. Deswegen habe ich die meisten Linien jetzt mittlerweile ums Feld herum grün gemacht. Ja, die geht dann auch hier raus und hier ist auch keine Verbindung zur nächsten Linie. Das heißt, wenn ein Abfahrer hier steht, ja, dann wechselt er nicht einfach nach da hinten hin, sondern er muss dann die Linie hier vorne fangen und fährt dann halt eine andere Ausfahrt raus. Heißt dann auch, dass sich Abfahrer nicht entgegenkommen können, zum Beispiel. All solche Sachen, aber da werde ich in den How-To's drauf eingehen. Ja, und dann würde ich mal gucken, also Singleplayer möchte ich gerne auch wieder ein bisschen vermehrt streamen, je nachdem. Da kann ich dann natürlich gerne auch bestimmte Sachen auch im Stream natürlich erklären, gehe ich gerne drauf ein. Also Stream ist nicht nur, ich spiele, ihr guckt zu, sondern das ist auch mitmachen und wenn Fragen sind. Die Standardmarge ist für die Produktion zu klein. Yep. Und wenn ich sehe, dass es da schon wieder neue Sachen gibt, wie ein Erdbeerfeld und ein Kürbisfeld, was in meinen Augen ja eher sinnfrei ist, aber gut, ist jetzt halt so, dass das auch wieder so sinnlos erweitert worden ist. Schön wäre auch, wenn Dani endlich mal die Marsch auf Standardfrucht umstellt. Da hat sich ja jemand schon mal für ihn die Mühe gemacht und hat das für die nordfriesische Marsch gemacht. Ja, aber naja. Dani ist lieber anderweitig beschäftigt. Lieber ein Erdbeerfeld und ein Kürbisfeld und die Produkte kannst du nur verkaufen, nicht weiterverarbeiten. Finde ich ein bisschen schade. Also zumindest die Kürbisse hätte man ja... Warte mal, gibt es die Suppenfabrik? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher.
Nee, gibt's gar nicht. Gibt keine Suppenfabrik. Wie komme ich immer aus Suppenfabrik? Das war die Nudelfabrik. Mosterei. Mosterei wäre auch eine Möglichkeit. Hier, Karotten. Karotten gehen da rein, ja. Aber Kürbis, ja. Kürbis ist aktuell. Ich weiß nicht, wo kommt Kürbis hin? Scheint so, als wenn man die im Moment nur verkaufen kann. Und das ist dann für mich wieder Masse statt Klasse. Warum nicht zum Beispiel die Kiesgrube erweitern? Sand, Kalk, Wasser, keine Ahnung. Und dann eine Glasproduktion aufbauen. Und wenn da ein Rohstoff fehlt, ja, halt zukaufen, wie bei der Brücke mit dem Stahl. Oder warum keine Stahlproduktion? Aber da müsste man minen, dann hätte man wieder mehr Produktionen. Macht in meinen Augen nicht so viel Sinn, was Dani da so fabriziert. Lieber die vorhandenen Produktionen noch ein bisschen erweitern oder aufstocken. Sinnvoll erweitern. Und nicht einfach irgendwelche neuen Kürbisfelder auf die Marsch klatschen. Ich glaube, er hat auch noch nicht verstanden, was das im Endeffekt verursacht. Ich habe es ja in meinem alten Savegame gehabt mit den ganzen Produktionen. Ich habe mal spaßhalber dann auch die Produktion alle leer laufen lassen. Und plötzlich hatte ich wieder volle FPS. Und dann habe ich angefangen, die Produktion zu befüllen. Und schon ließen die FPS nach. Stückchen für Stückchen für Stückchen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Da können wir uns gerne mal in einen normalen Stream auslassen. Wie gesagt, wichtig ist erstmal, ihr seid informiert. Autodrive 1106. Kein Release-Kandidat, sondern ein richtiger Release. Werden wir dann versuchen, auch ins Ingame-Mod-Hub reinzubringen, damit es da auch keine Probleme gibt. Ja, und ansonsten, es kommt eine How-To-Reihe. Das steht auf jeden Fall fest. Jetzt, wo die 1106 raus ist, muss ich eigentlich nur noch die Zeit dazu finden. Dann wird es auch wieder ein bisschen Singleplayer geben. ETS 2 wird es demnächst vielleicht auch wieder mal geben. Dann jeden Freitagabend ab, ja, je nachdem, 20, 30, 21 Uhr, Phasmophobia. Zusammen im Rudel mit den blauen Wölfen. Ich bin ja mal gespannt, ob er für die neue LS-Version die Marge wieder umbaut. Ja, mit Sicherheit. Was soll er sonst machen? Er hat doch Langeweile. Er muss doch irgendwie die Leute bei Laune halten, die ihm die Euros in den Allerwertesten pusten. Ich bin kein Freund vom Kieswerk, hat eigentlich nichts mit Landwirtschaft zu tun. Ja, stimmt schon, aber die Erde kann es ja zum Beispiel für die Gewächshäuser oder so brauchen, ne? Es sollen noch weiter verarbeitende Betriebe bekommen. Ja, warum nicht erstmal die vorhandenen Betriebe auslasten? Vielleicht kannst du ja mal den Mario Hirschfeld anhauen bezüglich einer How-To-Reihe. Und den Willi. Mario und Willi haben ihre eigene How-To-Reihe gemacht. Und ich würde mit Mario, glaube ich, nicht klarkommen an der Stelle. Weil ich bin kein Freund von 15 Minuten How-To's. Ich erkläre das lieber ausführlich und wenn das Ganze dann eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert, dann ist das so. Und ich mache das Ganze in einem Livestream und nicht einfach irgendwie offline und schneide mir dann irgendein zu kurz geratenes Video zusammen, wo dann die Hälfte an Infos vielleicht auch noch fehlt, klatsche das dann auf YouTube hoch und hoffe, dass die Leute dann verstanden haben, wie Autodrive funktioniert. Da würden wir aneinander geraten, glaube ich. Da hat er seine Sichtweise und ich habe da meine. Nichts gegen Mario und seine Projekte und alles, was er da macht und schon gar nichts gegen Willi, der schließlich auch Mitglied im Autodrive-Team ist, aber die How-To-Reihe von Mario hat mich jetzt nicht begeistert. Wie gesagt, ich mache das lieber in einem Stream, entweder ja, auf Twitch und YouTube zusammen. Auf YouTube bleiben die Videos ja länger erhalten, auf Twitch dann leider nur immer nur 14 Tage und dann sind sie erstmal wieder weg. Aber auf YouTube kann man sich die jederzeit ja nochmal angucken. Und jetzt, wo die 1106 draußen ist und erstmal ja eigentlich keine großartig neuen Funktionen zu erwarten sind in den nächsten Wochen, sollte das erstmal ja so passen, auf einem aktuellen Stand die How-To's zu machen. Ja, danke Sviti, wünsche ich dir auch. Und wir lesen uns wahrscheinlich dann in einem der Streams oder in den Kommentaren zu einem Video. Bleib bei deiner Sichtweise, wünscht sich Thor. Ja, mache ich. Ich habe da meine Sichtweise.
Ob das die richtige ist, klar, sich mal eben schnell in 10, 15 Minuten über eine Funktion informieren, ist eine Sache. Aber ja, wenn dann halt ein paar Infos fehlen oder das Ganze ja auf die Schnelle nur vorgeführt wird, ist das halt nicht mein Ding. Ich will die Videos von Mario nicht schlecht drehen, um Gottes Willen. Aber so würde ich halt nicht arbeiten. Gut, meine Freunde, dann soll es das aber jetzt für den Release 1.1.0.6 gewesen sein. Jetzt aber auf jeden Fall. Video ist wieder länger geworden, als es eigentlich sollte, wie üblich. Richtig, oder? Willi berichtet dir von mir Fehlermeldung. Ja, das macht er meistens direkt schon mit Axel. Gibt's den Kairo TV nicht mehr? Oh, von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Müsste ich gleich mal gucken, ob auf YouTube mal noch was Neues von dem gekommen ist. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas habt, ganz wichtig, meldet euch entweder auf dem Autodrive GitHub, macht ein Issue auf oder schaut nach, ob es da nicht sogar schon ein Issue zu eurem Problem gibt. Schaut auf jeden Fall ins Wiki rein, da sind auch die Buttons nochmal erklärt, da sind die Release Notes auf jeden Fall verlinkt, da ist auch nochmal was zum Edit-Modus dementsprechend hinterlegt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wie üblich gilt, haltet Abstand, bleibt gesund. Ich bin raus, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.